Im Juni 2023 eroberte BattleBit Remastered die Steam-Charts im Sturm. Und obwohl BattleBit erst im Early Access ist, spielten zum Launch fast 90.000 Leute gleichzeitig und kämpften auf großen Schlachtfeldern mit Helikoptern, gepanzerten Fahrzeugen und Infanterie um den Sieg. Heute, 7 Monate später, ist die Zahl der Spielenden deutlich gesunken. Aktuell sind meist nur ein paar tausend Spieler gleichzeitig in BattleBit unterwegs. Der große Hype ist vorbei. Die Spielerzahlen, die so beeindruckend gewachsen waren, sind leider auch schnell wieder eingebrochen. Ich habe mir jetzt trotzdem mal angeschaut, wie sich das Indie-Projekt seit dem Early Access Start weiterentwickelt hat. Schließlich kamen in den letzten Monaten jede Menge Updates mit Gameplay-Anpassungen, Kartenüberarbeitungen und auch neuen Inhalten raus. Und einige davon haben das Spielgefühl tatsächlich ganz schön umgekrempelt. Fortnite hat sein Ökosystem an Spielen um weitere Erfahrungen erweitert. Auf diesem findet ihr nun nämlich neben bekannten Spielerlebnissen wie Battle Royale oder dem Kreativmodus auch die komplett neuen Spiele LEGO Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival. So dreht sich in LEGO Fortnite alles um Survival und Aufbau. Mit bis zu 7 Freunden baut ihr in einer LEGO-Welt eure eigenen Dörfer auf, indem ihr Ressourcen sammelt und neue Dorfbewohner aufnehmt. In Rocket Racing, von den Entwicklern von Rocket League, flitzt, fliegt und driftet ihr mit raketenbetriebenen Autos auf kurvenreichen Straßen, wobei der schnellste Weg zur Ziellinie manchmal kopfüber führt. Und dann wäre da noch das Musikrhythmusspiel Fortnite Festival. Spielt mit euren Freunden auf der großen Bühne Hits aus vielen Genres nach oder macht auf der Jambühne eure eigenen Sounds, indem ihr verschiedene Songs kombiniert. Viele der freischaltbaren Inhalte können spielübergreifend eingesetzt werden. Alle neuen Spiele und das bekannte Battle Royale bekommt ihr kostenlos, wenn ihr euch Fortnite herunterladet. Den Download-Link gibt's in der Videobeschreibung. Der sehr arcadig anmutende Shooter überraschte ja zum Release mit taktischen Mechaniken, die man eher aus Militärsimulationsspielen kennt, wie dem an echte Magazine gekoppelten Nachladen und dem System für Trefferpunkte. Die Mischung aus Casual- und Hardcore-Elementen verlieh dem Shooter direkt zum Launch eine besondere Würze. So stach der Klötzchen-Shooter nicht nur mit seiner Optik aus der Masse heraus. Aktuell droht BattleBit Remastered aber diese Mischung aus den Augen zu verlieren. Einige taktische Spielelemente wurden mit den Updates der letzten Monate abgeschwächt, viele davon betreffen direkt die Zusammenarbeit im eigenen Team. Dadurch wird BattleBit zwar zugänglicher, verliert allerdings auch einige seiner Alleinstellungsmerkmale. Ein Beispiel: Bandagen hatten zum Launch 2 Funktionen: sich und andere vor dem Ausbluten bewahren und Teammitglieder wiederbeleben. Nur die Medic-Klasse konnte vollständig heilen. Jetzt kann sich jede Klasse mit Bandagen wieder komplett aufpäppeln. Außerdem haben alle Klassen nun mehr Bandagen im Gepäck, verwenden sie schneller als zuvor und Bandagen stellen auch mehr Lebenspunkte wieder her als früher. Dadurch ist man nicht so sehr an sein Team gebunden und kann auch alleine leichter 2 oder 3 Feuergefechte überstehen, bevor man ins Gras beißt. Das war vorher dem Medic vorbehalten, alle anderen Klassen hatten es durch die verringerte Gesundheit da echt schwer. Aber genau da liegt die Krux. Jetzt spielen die Leute eben mehr für sich, weil sie den Medic nicht mehr brauchen. Und wer seine ganzen Bandagen zur Selbstheilung einsetzt, kann damit auch keine Teammitglieder mehr aufstellen. Dadurch geht jede Menge an potenzieller Zusammenarbeit verloren und die Bandagen wirken noch etwas zu stark, das Wiederbeleben dauert dafür etwas zu lang. Auch das Rüstungssystem ist noch nicht ausgereift. Pro Klasse habe ich die Wahl, ob ich lieber flink und wendig oder schwer gepanzert spielen will. Bro, how much HP do you have? That's armor. Unter genug Beschuss zerbricht aber auch die dickste Rüstung, wenn mir nach einem Kopfschuss mal mit einem hörbaren der Helm von der Birne fliegt, gibt mir selbst in BattleBit die Düse. Leider gibt's absolut keinen Indikator, der mir genau anzeigt, ob die Rüstung denn nun beschädigt ist oder nicht. Und zerstörte Rüstungsteile verringern weiterhin meine Bewegungsgeschwindigkeit. Außerdem kann ich die Rüstung im Feld nicht reparieren, das geht nur per Respawn. Hier ist definitiv noch Platz für eine Klassenfähigkeit des Ingenieurs oder Unterstützers, um Rüstungen auch im Match zu erneuern. Ein weiteres Feature fehlt mir noch ganz besonders. Ich möchte bitte endlich die 1000 blauen Icons über weit entfernten Teamkameraden ausstellen. Das geht aktuell nur, wenn ich die Symbole komplett transparent mache. Das will ich aber nicht. Ich will ja immer noch erkennen, ob das neben mir ein Freund oder ein Feind ist. Was ich nicht will, ist die Symbole von Teamkollegen sehen, die über hunderte von Metern auf der gesamten Map verteilt sind. Sowieso vertragen die HUD-Anpassungen noch etwas Feinschliff, denn das einzelne Abstellen der unterschiedlichen Elemente wie Kompass, Munitionsanzeige und Co. ist noch ziemlich kompliziert. Wer mag, kann das gesamte HUD mit nur einem Knopfdruck ausschalten, dann werden aber auch sämtliche Menüs unsichtbar.
Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Also ein bisschen mehr würde ich dann schon gerne sehen. Apropos sehen. Starke Überleitung, ich weiß. Die grobschlächtige Grafik von BattleBit hat nach wie vor den Vorteil, dass der Shooter auf jeder Möhre läuft und obendrein noch wirklich große Karten simulieren kann. Der Nachteil ist allerdings, dass durch die fehlenden Schatten und Konturen besonders in Innenräumen schnell die Übersicht flöten geht, sodass man sich nicht immer sicher ist, wo denn nun der Flur beginnt und die Treppe endet. Das ist den Entwicklern aber auch klar. In vereinzelten Grafik-Updates werden nach und nach die Konturen von Level-Objekten verdeutlicht. Das soll für mehr Übersicht sorgen. Allgemein wirkt das Spiel noch etwas entsättigt. In vielen Kartenabschnitten wechseln sich buntes Grau und strahlendes Braun ab. Kein wirklicher Hingucker. Etwas mehr Farbe würde BattleBit guttun. Seit meinem letzten Besuch bei BattleBit Remastered wurden übrigens 3 neue Maps eingebaut, 5 weitere wurden überarbeitet. Auch hier merkt man, wie stark die Entwickler noch am Balancing arbeiten. Viele Maps sind zu einseitig, einige Waffen sind übermäßig stark. Aber genau dafür ist ein Early Access ja da, damit eine große Schar an Spielenden jeden Quadratzentimeter eines Spiels testet und die Entwickler diese Stellen dann polieren. Auch die Shooting Range kann noch etwas weiter ausgebaut werden. Ganz besonders vermisse ich hier die verschiedenen Fahrzeuge. Dann könnte ich auch mal ganz in Ruhe die Helikoptersteuerung lernen. Stattdessen muss ich das unter Druck im laufenden Match tun, wo ich der Gnade des In-Game Voice Chats ausgesetzt bin. Da muss ich aber zugeben, der Voice Chat in BattleBit macht immer noch jede Menge Spaß, auch wenn er längst nicht mehr so aktiv genutzt wird wie noch zum Launch. Die meisten Leute sind locker, ernsthafte Beleidigungen bleiben die Ausnahme. Und wer will, der schaltet den Voice Chat halt einfach aus. Seatbelt fasten? Yes, sir. Very good. Mit einem Update im Dezember wurde übrigens auch das Audiosystem von BattleBit Remastered überarbeitet. Die Geräusche von feindlichen Schüssen oder Schritten sind nun deutlich lauter als die des eigenen Teams. Ich erkenne sofort, ob die Schritte draußen vom Haus zu meinem oder zum Gegnerteam gehören. Dieser enorme Lautstärkeunterschied der Schritte ist aber in meinen Augen, Ohren, wirklich übertrieben und wirkt fast wie ein legaler Wallhack. Aber nur weil ich die Gegner jetzt deutlich hören kann, heißt das leider nicht, dass ich auch besser ziele. Ups. Das genaue Gegenteil der lauten Schritte ist die neue Sounddämpfung, die man jetzt bei Treffern erleidet. Sowas kennt man eigentlich eher aus Hardcore-Shootern wie Arma oder Ready or Not. Das ist zwar nicht unbedingt realistisch, soll ja aber den Stress unseres Soldaten simulieren. Das wirkt erstaunlich immersiv und fügt sich sehr gut ins Spiel ein. Was mich stattdessen wieder aus der Immersion herausreißt, ist die relative Stille im Spiel. Bis auf die Schritte und das Gewehrfeuer hört man gar nichts. Keine Musik, keine atmosphärischen Sounds und keine Voicelines der Soldaten. Und gerade die extrem guten Voicelines sorgten damals in Battlefield 1 für eine richtig packende Atmosphäre. Maschinengewehr-Jungs! 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 In BattleBit sollen die Voicelines ja auch eigentlich von den Spielenden kommen, aber wie gesagt, der Voice-Chat wird von den wenigsten genutzt. Auch die Waffensounds klingen noch nicht perfekt. Hier erwartet wohl niemand eine realistische Geräuschkulisse, aber die Soundqualität schwankt noch zu stark. Die RPK-16 klingt zum Beispiel richtig wuchtig. Das SSG-69 hört sich dagegen noch sehr schwachbrüstig an. Dieser enorme Kontrast lässt die schlechteren Waffensounds noch schwächer klingen. Die Überarbeitung der Waffensounds steht aber bereits auf der To-Do-Liste der Entwickler. Das eigentliche Gunplay ist dagegen wirklich gut. Die Schüsse sitzen, jede Waffe spielt sich anders und durch Kills schalten wir immer mehr Aufsätze wie Laserpointer und Visiere frei. Die gleiche Vielfalt fehlt aktuell noch bei den restlichen Gadgets. Bis auf ein einzelnes exklusives Klassengadget kann jeder Soldat alles mitbringen. Dadurch wirken die Klassen nicht so divers wie in den alten Battlefields. Mehrere Loadouts für eine Klasse sind aktuell leider nicht möglich. Wer als Supportklasse schnell vom gerüsteten LMG-Schützen auf einen wendigeren Soldaten wechseln will, muss die Ausrüstung mühsam und Stück für Stück auswechseln.
Nur für diese Aufnahme musste ich übrigens extra einem leeren Server beitreten und mich da durchs Loadout-Menü manövrieren, denn den eigenen Soldaten kann man nach wie vor nicht aus dem Hauptmenü heraus anpassen. Das ist nicht nur nervig, sondern kostet auch aktive Spielzeit während der Matches, in der man seinem Team ja eigentlich zur Seite stehen will. Mittlerweile unterstützt BattleBit übrigens auch Community-Server und gemoddete Server. Da werden dann ganz eigene Regeln, Kartenrotationen und Spielmodi festgelegt. Je nach gewählten Spielregeln kann es aber sein, dass man beim Spielen auf so einem Server seinen Account nicht auflevelt, also keine neuen Waffen und Gadgets freischaltet. So will BattleBit verhindern, dass Accounts durch Exploits zu schnell aufsteigen. Solche Exploits sind aber auch nicht wirklich nötig. Aufleveln geht in BattleBit durch ein lineares Levelsystem, nämlich richtig fix. In einem normalen Match schreie ich 2 bis 3 Mal PROMOTED! Da das Maximallevel erst bei Stufe 200 erreicht ist, ist das aber auch nicht weiter schlimm. Auf jedem Level gibt's neue Ausrüstung, eine ordentliche Übersicht über die Freischaltungen auf den nächsten Leveln fehlt aber auch ein halbes Jahr nach dem Early Access Launch noch immer. Noch schneller steigt man im Level auf, wenn man die neuen wöchentlichen Missionen erfüllt. Da finden sich dann Klassiker wie mache X Kills mit der und der Waffe, erobere eine bestimmte Anzahl an Flaggen und so weiter. Dadurch probiert man immer mal wieder andere Ausrüstung aus und entdeckt vielleicht den ein oder anderen neuen Favoriten. Noch eine coole Neuerung ist die Squad-Auswahl am Anfang einer Runde. Hier kann ich mir aussuchen, welchen Spielstil ich diese Runde verfolgen will und trete dann dem entsprechenden Squad bei. Im Idealfall werde ich also mit weiteren Gleichgesinnten zusammengelegt. Zur Auswahl stehen normale, Aufklärer, taktische und Fahrzeug-Squads. Die meisten Leute bleiben da aber bei den normalen Squads. Als ich einem taktischen Squad beigetreten bin, saß ich erstmal alleine da. Irgendwann kam dann tatsächlich noch ein weiterer Spieler dazu, der sprach aber leider nur Russisch. Und da ich bis auf ausgewählte Schimpfwörter kein Russisch verstehe, war die taktische Kommunikation recht begrenzt. Neu ist auch eine große Übersicht am Ende einer Runde, die einige Highlights vorstellt. Hier werden die besten Squadleader gelobt, diejenigen mit den meisten Kills, die besten PilotInnen und so weiter. Das kenne ich so schon aus Battlefield und es hat mir da bereits gefallen. So werden auch diejenigen belohnt, die nicht unbedingt ganz oben auf dem Scoreboard stehen, aber aktiv Spielziele verfolgen. Allgemein ist BattleBit Remastered auf einem guten Weg, um sich eine eigene, wenn auch am Ende angesichts der aktuellen Spielerzahlen wohl doch eher kleine Nische auf dem Shootermarkt zu sichern. Die Entwickler arbeiten kontinuierlich an neuen Features, bessern Macken aus und hören auf das Feedback der Community. Allerdings habe ich etwas Sorge, dass das BattleBit-Team Gefahr läuft, kein klares Ziel mehr vor Augen zu haben. Viele der Updates, wie zum Beispiel das überarbeitete Audiosystem, verwässern die taktischen Elemente von BattleBit. Auch das Heilungssystem passt besser zu einem Hardcore-Shooter und ist für die großen 254-Leute-Server einfach zu langsam. Das Wiederbeleben und Heilen dauert unheimlich lange und ist besonders unbelohnend, wenn die meisten Leute den Revive einfach überspringen. Kein Wunder, das geht ja auch viel schneller und regeneriert die gesamte Rüstung. Die Entwickler müssen sich jetzt nochmal ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, was sie von ihrem Spiel eigentlich wollen und was ihre Zielgruppe ist. Simple Arcade-Action? Eine zugängliche Militärsimulation? Eine Mischung aus beiden? In der Entwicklungsgeschichte von BattleBit Remastered ist den Entwicklern dieses Kunststück schon einmal missglückt. Deshalb heißt das Spiel ja auch Remastered. Ursprünglich konzentrierte sich BattleBit noch viel stärker auf den Milsim-Aspekt. Das spielte sich laut den Entwicklern aber nicht so spaßig wie geplant, weshalb man sich entschloss, den Shooter nochmal umzukrempeln und eben zu remastern. Falls den Entwicklern dieses Fauxpas in der laufenden Entwicklung nun noch einmal passiert, könnte das frühzeitige Aus für den Klötzchen-Shooter bedeuten. Aber wie gesagt, bisher läuft das Team nur Gefahr, dass sie falsch abbiegen, noch ist alles okay. BattleBit macht immer noch viel Spaß, das Gunplay sitzt, die Karten sind abwechslungsreich gestaltet und wenn das Teamplay funktioniert, macht es unheimlich viel Spaß, sich im Voice-Chat abzusprechen. Medic! Hold on, I'm coming! Help me, Medic! I died. Die taktischen Features lockern die sonst relativ simple Spielerfahrung auf und bringen viel Abwechslung mit. Wenn BattleBit Remastered diese Abwechslung nicht aus den Augen verliert, ist es bis zum 1.0 Release eine wirklich spaßige Alternative auf dem Shootermarkt, die sogar Platzhirschen wie Battlefield und Squad Konkurrenz machen kann.
Allerdings gibt es immer noch keinen Termin für das Early Access Ende. Eine konkrete Roadmap fehlt aktuell auch. Das nächste Update soll aber die Anpassungsmöglichkeiten der Waffen und den Spielsound nochmal überarbeiten.